Die Olympiaspiele 2016 in Rio haben Interesse an den brasilianischen Real geweckt. Aber welche Währungen haben die Aufmerksamkeit unserer Händler in der vergangenen Woche gefesselt? Hallo Dukascope-Community. Olympia-Fieber scheint ansteckend zu sein. Viele Community-Mitglieder haben eine Glückssträhne. Nach dem Beginn der Olympiaspiele hat das Interesse zu allen unseren Wettbewerben drastisch zugenommen und sogar einige unserer Kollegen erfasst. Und wir machen uns ohne weiteres an die Ergebnisse des Wettkampfs in Social Trading für Juli. Es war ein Rekordmonat mit 20 Siegern, welchen die Geldpreise bereits überwiesen sind. Ich möchte unseren Goldmedaillengewinner Ketabt aus Marokko auszeichnen. Dieser aktive Teilnehmer gehört zu unserer Community erst seit einem Jahr, hatte aber eine deutliche Spur hinterlassen. Er sagte Folgendes: Ich halte mich längerfristig an eine und dieselbe Strategie und dies ermöglicht mir, alte Stärken und Schwächen dieser Strategie zu erkennen, sowie die Eintrittspunkte des Stop-Losses und Take-Profits zu präzisieren. Der häufige Strategiewechsel ist ein Verlustfaktor im Devisenhandel, wegen der negativen Einstellung von vielen Teilnehmern. Ketabt hat dieses Rennen mit 1771 kopierten Trades von 18 Signalanbietern gewonnen und einen fantastischen Gewinn von $370,6000 erzielt. Herzlichen Glückwunsch! Und nun gehen wir zum Wettbewerb Trader des Jahres über. Trotz der Aufregung um die Olympiade 2016 war der brasilianische Real mit einigen Problemen konfrontiert. Also schauen wir mal, welche Währungen unter den Community-Mitgliedern beliebt waren. An der Spitze ist der OT7789 aus Zypern mit seinem Lieblingspaar britisches Pfund, japanischer Yen, welches 29% seines Handelsgeschäfts in diesem Monat ausmacht. Kurzum, gut gemacht. Der OT7789 hat im August mit 62 Handelsgeschäften und einem eindrucksvollen monatlichen Gewinn von mehr als $600.000 Gold gewonnen. Händler, der Monat läuft noch und ihr habt noch Zeit, eure eigenen Gewinne zu erzielen, also viel Glück. Und jetzt, meine Damen, möchte ich meine Aufmerksamkeit euch schenken. Ihr habt noch Zeit, eure Aufgabe Girl Power zu erfüllen und einen männlichen Kollegen, Familienangehörigen oder Freund fragen, warum er eine Frau sein möchte, da es bekanntlich nicht immer leicht ist. Wir sind auf eure Antworten sehr gespannt. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen viel Glück in allen Wettbewerben. Auf Wiedersehen. Bye for now.